Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Fallout 76. Ich stöbere immer noch so ein bisschen durch Harper's Ferry durch. Habe inzwischen auch wieder eine halbwegs vernünftige Idee, wo das eventuell sein könnte. So, du kriegst auf den Kopf. Du auch. Na, ist okay, Kumpel. Du möchtest auch sterben? Kein Problem. Alter, wie viele eklige Viecher sind denn hier? Irgendwie wird man hier gar nicht los. So, Harper's Ferry Armory? Oh oh. Oh oh. Das ist immer wieder eine explosive Annäherung hier. Waffenkammerzugang. Okay, mal schauen, was ich hier machen kann. Türfernsteuerung. Keine stählerne Bruderschaft ist nur Mitgliedern der Freien Staaten vorbehalten. Okay, da, ich glaube, diese Quest habe ich noch gar nicht fertig gemacht. Okay, dann halt nicht. So, es hieß, dass es hier ein Südtor geben soll. Und da in der Nähe ist dann auch diese Klinik. Ich bin gespannt, ob ich das irgendwie entdecken kann. Also, das hieß, can be found in Harper's Ferry, next to the Southgate Terminal by the Clinic. Clinic. Okay, also ich werde mich jetzt hier auf jeden Fall mal dann durchwühlen und schauen, ob ich irgendwie eine Chance habe, das zu entdecken. Immerhin, wir haben uns ja hier auch schon reingeschlichen, mehr oder minder. Wir können die Türen öffnen, wenn hier irgendwo welche sind. Meine Güte, das ist so irritierend hier. Hallo, wo ist denn die Tür? Ich möchte hier bitte gerne rein. Ah, schlimm. Und ich habe es natürlich auch geschafft, mich wieder so heillos zu überladen. Upsa. Ah, was hast du denn hier? Vorkriegsgeld, Grubenhauerhandschuh. Ja, nee, das ist so ein bisschen ungeil. So. Also ich würde mal vermuten, dass wir hier richtig sind. Weil das ist einigermaßen südlich hier. Also ich hoffe mal, dass das hier zumindest irgendwo dann passt. Es muss hier noch irgendwo ein Terminal sein. Oh, mit diesem Knopf öffnet man dann die ganz große Tür. Okay. Also die haben das hier schon ziemlich cool aufgebaut. Ich muss nur mal schauen, ob es hier irgendwo... Ah, okay. Hier sind wir wieder in der Kirche. Ich frage mich nur... Also es ist schon so ein bisschen wildes Suchen ohne inneren Verstand. Ich hoffe mal, ihr nehmt mir das jetzt nicht zu übel, dass ich jetzt tatsächlich versuche, diese Geschichte komplett einmal mitzukriegen. Okay, Grams Fleischhapper geht schon wieder los, aber das machen wir hier nicht. Zumindest jetzt nicht. Das werde ich wahrscheinlich noch etwas später mit meiner besseren Hälfte und anderen Freunden spielen. Mal gucken. Heute möchte ich hier ein bisschen entdecken und gucken, ob ich es schaffe, das zu finden. Weil irgendwo muss er der sein. Boah. Harper's Ferry ist echt ein Labyrinth. Zumindest wenn man jemand ist, der sich in solchen Ortschaften generell ganz gerne mal ein bisschen verläuft. Und irgendwo muss ja hier auch noch dieses Terminal sein. Upsa. Boah. Hier haben wir Leute in Kriegsklamotten. Sturmgewehre, also die hat es wirklich hart erwischt hier. Es müsste ja rein theoretisch irgendwo noch ein... Das ist ja nicht das Südtor hier. Was habt ihr denn hier noch Schönes? Vorkriegsgeld, okay. Automatische Dinge. Hier müssten ja rein theoretisch noch irgendwelche Terminals sein. Hm. Aber das ist echt schon so ein bisschen burp. Ich uns suchen. So, Süden, Südosten. Also hier in der Gegend sollte es dann irgendwo ein Terminal geben und dann hoffentlich auch passende Sachen. Aber die Leute, die hatten hier wirklich kein Vergnügen, als es sie erwischt hat. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. So. Und hier steht überall Technik auch rum. Also ich frage mich, was es damit auf sich hat. Ich glaube, dass die Enklave hier ein, zwei Sachen hatte. Aber bin mir jetzt nicht sicher, weil hier finden ja auch immer wieder mal ein paar Enklaven-Events statt. So, hier habe ich auch gründlich aufgeräumt.
Oh Mann. So, aber das kann es jetzt eigentlich nicht sein hier. Ich meine, irgendwo müssen ja auch diese ganzen Terminals sein, die man dann während dieses einen Enklaven-Events aufräumt oder wieder in Gang bringt. Insofern ist das so ein bisschen unerfreulich. Okay, hier sind wir wieder bei der Armory. Also, ich habe so langsam das blöde Gefühl, dass ich das wahrscheinlich nicht finden werde. Vor allem habe ich bisher auch noch nichts Klinikartiges entdeckt. Das ist so ein bisschen blöd. Speisung der Hungrigen. Na, da wollen wir jetzt nicht mitmachen. Ich frage mich, was ich rausschmeißen muss, damit ich nicht andauernd hier irgendwie vor mich hinsterbe. Was die Tragesache angeht. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwelche Sachen habe, die ich wegwerfen kann. Ah, das ist natürlich auch doof. Das Ding wollte ich jetzt eigentlich nicht wegwerfen. Das hier wiegt eigentlich nichts. Habe ich noch irgendwelche Waffen, die ich loswerden kann? Oh ja, ich glaube, ich werfe mal diesen Schäferstab weg. Weg damit. Zap. So, und schon kann ich hier wieder durch die Gegend laufen. Mensch, sowas aber auch. Das ist jetzt hier auch keine Klinik. Das ist hier alles irgendwie Bahnhof-related. Was bist du? Du bist wahrscheinlich irgendwie so ein kleines Vorratshäuschen oder sowas. Ja, Klinik ist das definitiv auch nicht. Also, Süden ist hier durch. Oh Mann. Also, das ist schon so ein bisschen blöd. Ist das hier das Südtor? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie reinkommen. Weil das hier sieht so aus, als könnte man hier reinkommen. Und irgendwelche Terminals sind hier bestimmt auch noch. So, also man kommt hier durch. Ach Mensch, das ist schon wieder mal so, ne? Sehr kryptische Vorstellungen. Oh, hier stehen ja noch ein paar. Ah, warte mal. Hoppala. Warte mal. Das liegt alles nur daran, dass ich jetzt gerade mal den Schäferstab weggeschmissen habe. So. Du darfst ein bisschen sterben und mich vorher ein bisschen heilen. Das ist auch okay. So. Aber ich glaube, hier hatte ich jetzt Glück. Hier ist ein Terminal. Okay. Hier ist ein kaputtes Radio. Machen wir das mal aus. Kann ich das ausmachen? Nee, auch nicht. So. Klinik ist hier aber auch nicht. Ha. Ist das jetzt hier wirklich Süden? Nee, das ist Osten. Verdammt. Ah! Ich werde hier noch irre. Echt. Aber zumindest haben wir dann von Harper's Ferry unglaublich viel gesehen. Wenn wir hier mal fertig sind. Ich glaube, danach kenne ich dann Harper's Ferry wirklich auswendig. Von oben bis unten, von hinten nach vorne. Von links nach rechts oder so. Oh, was bist du? Nee, das ist nur ein Lichtfleck, okay. Und hier sind irgendwelche Viecher vor der Tür, die da gerne rein möchten, aber nicht reinkommen. Pech gehabt. Leben ist scheiße. Man kann nicht alles haben. Ah, das sieht hier schon sehr, sehr kaputt aus, meine Güte. Also sie haben sich natürlich bemüht, das hier alles wieder irgendwie aufzubauen, aber ist natürlich wie bei allen Sachen hier in Appalachia schwierig bis unmöglich im Grunde. Ha. Hey, Hundefutter in der Dose, geil. Da freut man sich doch. Hier könnte ich auch noch eine Kappe mitnehmen, aber nein, danke. Wollen wir eigentlich nicht. Okay, also Richtung Süden mit irgendeinem Terminal. Muss ja hier so sein. Du weißt nicht zufällig, wo hier das Terminal ist. Sie Vorräte oder gefällt Ihnen nur der wohltuende Klamm meiner Stimme? Der wohltuende Klang deiner Stimme, Janel, Junge, ist okay. Lass mal gut sein. Nein, ich glaube, da sind wir. Also über dieses Stadium potenzieller Freundschaft sind wir hinaus. Da stehe ich einfach nicht so drauf. Okay, hier ist. Oh, hier ist eine Tür. War ich hier schon drin? Hier ist ein. Oh. Hier ist ein Wahlterminal, okay. Ach, das ist jetzt hier wieder diese Wahlecke. Okay.
Hab ich hier schon alles? Ja, habe ich alles geguckt. Meine Herren, ey. Hier ist das Südtor, definitiv. Alles. Na. Nein, auch nicht. Wie viele Tore haben die denn hier? Ist doch total irritierend. Mann! Also Harper's Ferry ist echt ein böser Ort für mich. Ein sehr, sehr böser Ort. Vor allem, weil jetzt die Erklärungen, was man jetzt wo finden könnte, für mich nicht unbedingt hilfreich sind. So überhaupt nicht. Oh Mann. Schlimm, schlimm. Ich glaube mal, ihr werdet noch ungefähr die nächsten 10 Jahre damit verbringen, mir hier zuzugucken, wie ich versuche, dieses blöde Holoband zu finden. Das ärgert mich jetzt auch ein bisschen. Weil ich eigentlich gehofft habe, das hier in einer brauchbaren Zeit zu finden. Oh, wir haben hier wieder Freunde. Alter, wie viele sind das denn hier? Okay, sie sind definitiv wiedergekommen. Weil ich glaube, die habe ich vorhin auch schon mal abgeschlachtet hier. Alter, Schwede. Verwehrt ihr euch irgendwie wie Pilze oder was ist das hier? Krieg mal hin. Glücklicherweise habe ich ja eine Klinge, die mich heilt. Alter. Wenn ich jetzt mal treffen würde, wäre es auch geil. Ja, du willst jetzt auch noch Stress hier. Okay, kein Problem, kannst du haben. Haben wir es jetzt hier? Alter. Oh, und wir haben hier wieder so ein leicht verbuggtes Haus. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier Kronkorken finde. Nee. Also mal wieder außer Spesen fast nichts gewesen. Sauerei. Das ist doch eine Sauerei hier, Mensch. Echt jetzt, Leute. Seid doch mal nicht immer so furchtbar geizig. Ich würde mir schon wünschen, dass das ein bisschen mehr wird. Ja. Fallout hat noch so das ein oder andere buggige Eckchen. Also, da habt ihr noch ein bisschen was zu tun, ihr lieben Leute. Was ist das hier? Rezept leckere Lego-Ansuppe. Hm. Red X. So, und hier ist es wieder zu. Hier ist es vermüllt. Hier geht es nach oben, wo ich glaube, die... Genau, wo ich diese lustigen Bomben abgekriegt habe. Aber das hier sieht ja auch nicht aus wie eine Klinik irgendwie. Ha. Also das macht irgendwie gar keinen Sinn momentan. Außer ich habe es mal wieder geschafft, total energisch an Dingen vorbeizulaufen. Oh, warte mal, hier sind ja noch ein paar. Zumindest kann ich mich hier ein bisschen durch die Gegend schlachten. Aber doch auch. Spaß immer mit dabei, wenn man Viecher töten können. So, gucken wir mal, ob hier irgendwas Sinniges drin war. Nö, nö. Kronkorken, okay. Zumindest ein paar Kronkorken. Ist ja schon mal ein Anfang. Und hier liegen auch noch ganz viele, ja. Oh, die dürfen wir natürlich nicht liegen lassen hier. Die nehmen wir auch mit. So, sehr schön. Bisschen Geld haben wir ja gefunden. Geht das denn jetzt hier für mich rein? Kann ich hier reinlaufen? Ja. Aber es bringt mir nichts irgendwie. Oder? Sollte ich hier überhaupt reinlaufen können? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist wieder so ein Bug. Oh mein Gott. Ah, ich habe mir jetzt aber auch wirklich fast jedes Haus angeschaut irgendwie. Oder habe ich irgendwas vergessen? Also ist euch jetzt irgendwas aufgefallen, was ich unbedingt noch besuchen sollte, weil es mir nicht... Oh, was ist denn das hier? Jetzt bin ich im Norden der Stadt. Das kann jetzt alles einfach gar nicht sein. Mensch. Wenn man sich hier dann auch mal wirklich einigermaßen zurechtfinden würde. Ich hasse diesen Ort. Oh Gott. Ich sehe das echt schon kommen. So die nächsten 10 Folgen. Und sie sucht bis heute noch das Holoband hier bei Harper's Ferry. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das geht echt gar nicht. Wobei ich auch wirklich mich frage, was hier die Klinik sein sollte. Ich meine, hier ist dieses... ich weiß nicht, was es hier mal war. Irgendwas mit sehr vielen Vitrinen. Offensichtlich mal ein Laden. Hier liegen auch noch ein paar tote Viecher rum. Also,
Ist schon so ein bisschen blöd. Aber ich sollte mal kurz was essen und was trinken. Moment. Verbrauchen wir mal unsere Vorräte etwas. Lecker Hundefutter aus der Dose. Wenn man diesen Perk braver Hund drin hat, ist das übrigens sehr, sehr effizient. Also ich habe jetzt die letzte Zeit nichts anderes mehr gegessen, weil ich mir gedacht habe, okay, das lohnt sich jetzt einfach nicht. Ich habe einfach mal die ganzen Hundefutterdosen aufgesammelt, die man hier in größerer Menge findet. Und bin damit bisher eigentlich ganz gut gefahren. Das war schon okay. So, hier geht es auch nicht hoch. Ist alles zu. Na gut, Harper's Ferry halt noch. Hier kommt man auch nicht lang. Puh. Also ich sehe das schon. Ich werde hier irgendwie noch 100 Mal rumlaufen, oder? Was ist das hier? Kann man hier irgendwo rein und lang? Oder ist die Armory gemeint gewesen? Das glaube ich aber eigentlich nicht. Sonst hätte das doch da irgendwo gestanden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es macht einfach keinen Sinn, so einen Ort dann anzusagen, ohne den genauen Ort zu nennen. Aber wahrscheinlich habe ich einfach in meiner bisherigen Suchwut die richtigen Sachen übersehen. Das wäre jetzt auch nicht überraschend. Ich kenne mich. Oh, ich möchte doch einfach nur Jesus Sundays Geschichte erfahren. Macht es mir doch nicht so schwer. Ich kann mich hier gleich aus lauter Frust in diesen in den Deckel hier reinstürzen. Nochmal durch das Dungeon mähen, wo ich diese schöne Klinge hierher habe. Ah, Mann. Echt, es ist doch... Es ist wirklich der Wahnsinn hier. Zumindest habe ich die Verbrannten- und Ghoul-Population hier rings um Harper's Ferry ordentlich dezimiert. So, also südlicher Tormäßig geht es nicht. Das ist das einzige blöde Tor, das irgendwie so auf diese Beschreibung halbwegs zutrifft. Aber wo ist hier ein Terminal? Ist das... Ha. Das macht einfach keinen Sinn. Ich meine, klar, in der Kirche ist noch ein Ding drin. Das weiß ich. Nämlich dieses Teil von Ella. Aber... War hier irgendwo ein Terminal oben? Und ich habe es einfach übersehen. Also da würde ich ja ein bisschen schreien, wenn ich da irgendwie 100 Mal dran vorbeigelaufen wäre und es nicht gemerkt hätte. Aber ich sehe hier auch keins. Ach Gott, das ist so... Ab und an erwischt mich das Spiel bei den nicht vorhandenen Eiern und drückt mal kräftig zu. Ich würde ja lachen, wenn ich dann jetzt hier nochmal reinkomme. Ellas Aufzeichnung, Harper's Ferry. Ach, hören wir uns die doch einfach mal an. Was soll's? Wenn wir eh schon da sind. 2. Mai 2080. Ich bin völlig am Ende. Seit wir zugestimmt haben, beim Wiederaufbau von Harper's zu helfen, gab es nicht eine Verschnaufpause. Diesen Leuten geht es nicht gut. Einige erholen sich. Aber unsere Vorräte schwinden und das macht mir Sorge. Es ist, als ob man für 4 Leute gepackt hätte und dann auf einmal doppelt so viele versorgen muss. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Neulich haben wir einen Typ namens Derek getroffen, der wohl zu einer Gruppe namens Responder gehört. Dem ist wohl klar geworden, was wir schon lange wussten, dass die Regierung keinen Finger rühren würde, um dieses Chaos zu beseitigen. Die Responder waren von Anfang an dabei, als alles durcheinander ging. Sie haben es auf sich genommen, die Hilfsbedürftigen zu organisieren und sie zu unterstützen. Es tut auch gut, nicht mehr die Einzige zu sein, die richtige medizinische Ausbildung und Erfahrung mitbringt. Derek hat zugestimmt, ein paar Vorräte herzubringen und uns zu helfen. Zumindest bis wir uns besser eingerichtet haben. Lucy war eine große Hilfe, aber als ausgebildete Kosmetikerin sind ihre Fähigkeiten begrenzt. Ist das dann vielleicht doch das Hospital hier oben gewesen? Ha. Also das ist schon so ein bisschen etwas irritierend. Ich meine, es würde Sinn machen, in so einem großen Ort wie der Kirche tatsächlich was aufzubauen, aber... Oh, hier ist noch meine Packung von vorhin. Oh Mann. Ah, wo sind denn jetzt hier noch irgendwelche Terminals? Ist hier unten eventuell noch eins? Ich müsste jetzt einfach mal diesen
dieses Event machen von der Enklave. Also würde es jetzt hier triggern, wäre das natürlich sehr hilfreich. Tut's aber jetzt gerade leider nicht. So, was ist das hier? Das ist auch noch ein Gebäude mit sehr vielen Terminals. Die sind aber alle kaputt. Aber Nuka-Cola, das ist gut. Die kann ich mitnehmen. Denn meine Vorräte sind schon so ein bisschen im Eimer. So, ist denn hier noch irgendwas Sinnvolles? Nuka-Cherry. Okay, super. Okay, jetzt bin ich wieder überladen. Yay! Oh my, es ist doch echt böse. So schnell, wie man hier überladen ist. Aber gut, ich schleppe ja auch immer zu viel Zeug mit mir rum. Aber ich muss auch sagen, ich mag Ella Ames sehr, weil sie halt versucht hat, hier noch was zu ändern. Viele Leute haben ja einfach auch aufgegeben und gesagt, so, naja, schaffen wir eh nicht mehr. Kriegen wir nicht hin. Oder wir nehmen es uns einfach von den anderen, die sich nicht wehren können. Und das ist was, was ich zum Beispiel bei den Raidern einfach nicht mag. Dass sie sich so sehr auf die Kosten der anderen bereichert haben. Ich meine, klar ist das auch eine Überlebensstrategie, die man anwenden kann. Aber es ist keine besonders menschliche in einer Zeit, in der sowieso viele Sachen schief gehen. So. Tja, wieder nicht gefunden. Und die Klinik erst recht nicht. Also es ist echt... Es ist ein Traum. Ah. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich beim nächsten Mal dann etwas mehr Erfolg habe. Ihr Lieben, macht es gut, habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch trotz der Suche ein bisschen Spaß. Ich meine, immerhin ein bisschen Action-Feeling hatten wir ja. Und ich verabschiede mich von euch mit einem schönen Blick auf die Dächer von Harper's Ferry und der Hoffnung darauf, dass ich das nächste Mal dann endlich finde, was ich suche. Macht es gut, ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss.